Ach, schade. Das muss für Notfälle sein. Habe ich es jetzt vergeigt oder was? Wenn ich nochmal mit dir spreche, könnte es hässlich werden. Da ist eine Art Barriere zwischen uns. Ich glaube, das ist eine Scheibe. Und Ich was schaue gern wie? Leuten bei der. Das sollte ich lieber lassen. Das Ding hat mir die Hälfte. Puh, ja, gut, dann Hey, was glaubst du, was du da machst, Junge? einfach drüber klettern. Naja, Du willst mir meine nichts. Fahrkarte verkaufen. Einfach drüber klettern. So. Können wir währenddessen Ich habe immer noch kein. irgendwie können wir die Konsole. Können wir die Konsole nicht durch irgendwas ersetzen? Spinnst du? Nee. Das kann ich nicht. Ja, Nichts von Interesse. da komme ich nicht voran. Der Fakat Defekt. noch defekt. Telefon. U-Bahn-Notruf. Gibt es einen Notfall? Ich brauche sofort medizinisches Equipment. Dieser Mann verblutet. Tut mir leid, ich bin gerade echt beschäftigt. Wenn da alles voll Blut ist, machen Sie es doch bitte sauber, bevor Sie weggehen. Der Mann verblutet. Nicht. Na komm. Wieso geht das nicht? Stehst doch schon davor. Wo ist das Problem? Na komm. Na komm. Mach's, berühr's. Anruf. Das will nicht so recht klappen. Vielleicht jetzt. Oh Mist, jetzt ist besetzt. Defekt. Ja, das will nicht so recht gehen. Das sollte ich lieber lassen, dass die Hälfte. Wenn ich noch mal mit. Ja, was? Da ringt das Telefon wieder. Geht's doch. Na, U-Bahn-Notruf. Gibt es einen Notfall? ja. Hat Ihnen jemals jemand gesagt, dass Sie wie die Meereshexe aus Die kleine Meerjungfrau aussehen? Nein, aber gut zu wissen. Sayonara. Also nicht. Dann wieder die Telefonhörer. Ja. Das sollte ich lieben, dass die Hälfte. Betty. Wenn ich noch mal.
Mülleimer. Tja, komm. Na denn. U-Bahn-Notruf. Gibt es einen Notfall? Oh, kein Notfall. Ich wollte nur sagen, was für ein schöner Tag heute ist. Sehr witzig. Wiederhören. Ja, das bringt nicht viel. Wenn ich nochmal mit... Ja, also, tja. Wie bitte? Ich vermeide den Kontakt mit Fremden, soweit es geht. Was? Bringt ja nix. U-Bahn-Notruf. Gibt es einen Notfall? Die Controller stehen. Ja. Ich brauche sofort medizinisches... Tut mir leid, wenn da... Irgendeine Kombination, eine Reihenfolge, in der man das machen muss. Ja. Wenn ich nochmal mit dir spreche, wird es hässlich werden. Absolut nicht, was zu tun ist. Ich stehe gerade professionell auf dem Schlauch. Joa. Also. Mülleimer-Schild. Das nehme ich nicht mit. Tür aufbrechen. Zutritt verboten? Mann, jetzt will ich erst recht wissen, was da drin abgeht. Tja, also, Kopfkratz. Also. Was tun? Nichts von Interesse. Tja, also. Joa, hier noch was. Oh, hier nicht viel. Nichts von Interesse. Irgendwas, was wir hier vergessen haben könnten. In dieser Tauben mitnehmen. Jupfen. Hallöchen. Ich glaube, das war genug Second-Hand-Philosophie für einen Tag. Ich trag nicht gerne Mülleimer mit mir rum. Und den lasse ich lieber in Ruhe. Der ist zwar ganz schön klein, aber die Viecher sind gefährlicher als Grizzlies. Fernseher. Nee, das ist nur die Feuertreppe. Soll ich die jetzt reparieren, oder? Ja, Tube Klebstoff. Da. Ja gut, aber... zu trocken. Mit dem Draht kann ich nichts ausrichten. Vergiss es.
Die Teleskopente ist nur für ernsthafte Angelegenheiten da. Ja, was? Spinnst du? Würde ich ja gerne, aber... Na bitte. What? Das muss nicht geklebt... Das muss nicht geklebt werden. Das muss nicht geklebt werden. Alles klar. Na denn. Und, Kleber. Eine offene Tube Kleber. Damit kann man doch vielleicht damit hier Kleber, Klebstoffkonsole. Das muss nicht geklebt werden. Klebstoff. Das. Das scheint zu klappen. Wenn das klappen soll, muss ich vielleicht erstmal den Hörer nehmen, oder? Ah, Geistesblitz. Deshalb kann man den Hörer runterschmeißen. Deshalb. Da. Ah. Zu spät. Ach, verdammt. Schnelle Reaktionen. Stings. Ja, komm. So, hier mal. Nicht weg. Nicht abhauen. Blöder Wendel. Na komm. Das ist am Tisch festgemacht. Hörer. Na komm. Klebstoff. Und. Jau. So, und jetzt. Wenn ich nochmal mit dir spreche. Ja, vielleicht, klingelt's. Und jetzt. Autsch. Jetzt vielleicht. Das sollte ich lieber lassen. Das ist die Hälfte. Ja, komm. Dann können wir doch jetzt vielleicht einfach. Und hops. Jo. Ach du Schande. Ja, die wird uns kein Ticket verkaufen. Sie an. Was haben wir denn hier? Bist du nicht etwas alt, um über die Absperrung zu springen? Hören Sie, es ist nicht, wonach es aussieht. Na, das sagen Sie alle. Tante wollte uns kein Hören Geld Sie, verkaufen. Officer Murray, dein Freund und Helfer. Ich kenne Typen wie dich. Glaubst du wirklich, du kommst hier einfach raus, nur weil du dich dumm stellst? Naja. Warum wolltest du dich hier ohne zu zahlen durchschummeln? Es ist doch nicht meine Schuld. Die Lady am Schalter. Kommen Sie schon. Die ist nun wirklich kein Kandidat für den Angestellten des Monats, die alte Hexe. Du meinst Betty? Oh je. Wahrscheinlich hat die irgendwie... Ich kenne die Geschichte nicht, aber... Ich kenne solche Problematiken doch. Ja, das Monster. Betty, die fette Meereshexe. Sie hat mich einfach ignoriert. Sie hat mich ignoriert, wie Jessica Chabot meine E-Mails ignoriert. Ich meine, das war Betty. Ah, Betty. Ich weiß nicht, was ich mit dir machen soll. Aber egal, das entschuldigt nicht dein Verhalten. Du gehst nirgends hin, bevor ich meinen Bericht fertig habe. Na super. Sag bloß, ich muss jetzt warten, bis Mary lesen gelernt hat. Vergiss es. Ich muss jetzt sofort hier raus. Wenn ich's heute nicht zur Arbeit schaffe, dreht mein Boss durch. Da packe den ganzen Raum. Heilige Macaroni! Sie haben da aber einen beeindruckenden Globus, Mary. Das ist der Kleine. Ich war schon in einer Menge Ländern. Für jedes steht da eine kleine Mary-Figur. Mary-Figuren. Officer Murray, dein Freund und Helfer. Alles klar. Ich würde ihn so einen Schlag ins Gesicht motivieren, aber ich weiß nicht so recht. Und ein wenig narzisstisch ausgeprägt ist der liebe Kerl auch. Hey, Moment mal.
Arrakis? Schloss Wolfenstein? Tron? Area 51? Wow! Sie sind ja ein richtiger Weltenbummler. Und Grillfan. Die interessieren mich nicht. Auf jedem Bild ist der voll zu sehen. Das müssen wir auch. Das ist entweder Wheelover oder Mary, Mary, Mary. Sie wissen echt, wie man sich's gut gehen lässt. Wahrscheinlich ihr Narzisst, weil er hängt die Bilder bei sich aus. Die nehme ich lieber nicht mit. Könnte gefährlich sein. Die braucht man zum Grillen. Ja, ach was. Damit laufe ich bestimmt nicht rum. Ausgang. Nicht so schnell, Junge. Ich sagte, du bleibst hier, bis ich mit dem Bericht fertig bin. Und ich bin ziemlich ungeschickt und legasthenisch, wenn es um Papierkram geht. Kann also noch eine Weile dauern. Aber ich komme zu spät zur Arbeit. Du warst sowieso schon spät dran. Ein paar Minuten mehr machen es jetzt auch nicht fett. Tja, Mann, so hänge ich hier bis Mitternacht fest. Ich muss einen Weg hier rausfinden oder ich verliere meinen Job. Weg nach draußen finden. Damit laufe ich bestimmt. Nur ein stinknormaler Grill. Nicht mal Fleisch drauf oder so. Ich kenne jemanden, der ganz scharf auf Würstchen ist. Ja, gut. Was? Damit ich zerquetscht werde? Vergiss es. Ein imposanter Globus. Wie schwer der wohl ist. Schätze so etwa 6 Whoopi Goldbergs. Haha, die Welt gehört mir. Ja. Hey, Moment mal. Arrakis? Schloss Wolfenstein? Tron? Area 51? Wow! Sie sind ja ein richtig... Wie kommen wir hier hinaus? Nächstes Rätsel, also... Das kann ich nicht... Holzer. Richtig fest. Aber nicht mehr lange. Das macht keinen Sinn. Hätte ja sein können. Bolzen. Mit Bolzen schneiden wir nicht. Vergiss es. Gut. Das muss nicht geklebt werden. Sehe ich auch so. Aber das vielleicht, das muss geklebt werden. Meine schöne Klebstofftube? Vergiss es. Vielleicht, dumme Idee, aber vielleicht ist der liebe Murray vielleicht leicht. Ja, gut. Klar. Almosen sind was für Nonnen. Ja, ein bisschen bestechen, ein bisschen korruptieren. Ja, Figur. Hey, Minnie-Marie, du gehörst jetzt mir. Na also, Minnie-Marie, Figur. Niemals, ich geb die nicht zurück. Mm-mm. Da also, das... ja, gut, da, ja, Klebstoff, Das muss nicht geklebt werden. Das, Es wird nicht klappen. Es wird nicht klappen. Eine Officer Murray-Figur. Könnte man direkt niedlich nennen. Ist es aber nicht. Da, kombinieren. Oh. Hilfesystem, nee, das muss jetzt nicht sein. In den Grillen damit. Es wird nicht klappen. Schade. Das, die da mit den Bolzen. Es wird nicht klappen. Da, gut.
Es wird nicht klappen. Ja, gut. Den vielleicht mit. Das muss nicht. Ja, das muss nicht. Es wird nicht klappen. Es wird nicht klappen. Es wird nicht klappen. Lockerter Bolzen. Nee, rührt sich nicht. Wenn ich vielleicht ein bisschen Schmiermittel hätte. Schmiermittel. Da hätte ich nur. Das muss nicht ge. Das ist einfach nur dumm. Ja, gut. Dumme Rätsel brauchen dumme Lösung. Es wird nicht klappen. Schade. Es wird nicht klappen. Es wird nicht klappen. Es wird nicht klappen. Nicht? Hier noch irgendwas Wichtiges übersehen. Es wird nicht klappen. Globus, 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 Globus. Figuren haben wir schon. Jo, Bilder, Kohle, Grill, Tisch, da nix. Das muss nicht geklebt werden. Wenn du das für eine gute Idee hältst, wie wär's mal mit einer Pause vom Spiel? Das wäre grundsätzlich mal eine gute Idee. Das wäre jetzt gar nicht so schlecht, wo es gerade schon erwähnt. Ich brauche eine Pause. Ich brauche wirklich eine Pause. Ja, pff, ja, da fällt mir auch nichts ein. Bitte, etwas Geld, etwas. Es wird nicht klappen. Das kombinieren mit etwas Geld, etwas. Es wird nicht klappen. Fernbedienung, Teleskop, Ente. Es wird nicht klappen. Das Hilfesystem sagt, ach, das ist jetzt blöd. Ölig. Ja gut. Ölige Seite, die ich im Inventar. Ich habe eine. Fettiges Papier. Mal sehen, was passiert. Nicht doch. Einfach fettiges Papier dran schmieren und dann. Und los geht's. Na holla. Oha. Wir werden von der Erde überrollt.